Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls. Ja, gestern Abend oder gestern Nacht bin ich hier an der Stelle nicht mehr weitergekommen, weil ich unbedingt meinte, ich müsste hier dieses Teil verschieben mit ihr. Aber wie wir ja gemerkt haben, kommen wir kein zweites Mal hier ran und kommen hier auch nicht durch. Trick 17 ist natürlich, mit Aiden das Ding wegzuschieben. Dann hätte ich nicht 5 Minuten rumlatschen müssen, ohne Sinn und Verstand. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Ja, sorry dafür, dass ich den Einfall nicht hatte, mal einfach einen rauszuholen hier. Okay. Sich bewegende Tische. Und nicht nur das. Ist ja echt nett gemacht. Oh, jetzt wird's kalt. Der Kondensator ist nach. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Ungesehen? Ich weiß nicht. Okay, hier wollte ich gerade mal gucken gehen. Das funktioniert nicht. Da kann ich auch nicht rein. Noch nicht. Noch eine Karte. Verdammt. Oh, aber die Karte hat bestimmt einer unserer Kollegen hier. Der anscheinend nicht. Ja, da ist er. Entschuldigung. Ach du Scheiße. No. Kippt jetzt alle reihenweise um, bis Jody mal die Tür auf hat. Komm schon! Geh auf, verdammt! Da links ist noch einer. Das ist schon gruselig, also. So, jetzt sind wir aber auch fast da. Wir sind fast da.
Ja, wer sagt's denn? Was mit dem Typen? Werden wir gleich mal gucken, wenn ich das Erinnerungsdingens hier gelenkt kriege. Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Damit hat sich auch geklärt, wie der Typ abgekratzt ist. Oh. Tatsächlich. Ein Portal zur anderen Seite. Und das funktioniert nicht, dass man es jetzt abschalten kann. Das heißt, wir müssen durch die ganze Scheiße da durch. Jo, dann sehen wir mal zu, dass wir da so schnell wie möglich hinkommen. Und los geht's. Ich sprinte ganz schnell zur Konsole. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Wird gemacht. Los. Wiedersehen. Tschüss. Komm, Jolie, lauf, 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 lauf. Ja, wir gehen hier weiter. Wir gehen hier weiter. Links. Die Leiter! Eilen los! Zack. Weiter geht's. Wow. Alles gut, Jody, alles gut. Tschüss. Ja, das ist mir noch nie passiert. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie hier halb runterfällt. Ich komme an den Typen hier nicht ran, ich kann den nicht... Wie rum soll ich ihn denn ziehen?
Ich habe auch total den Überblick verloren, wie lang das Spiel überhaupt ist. Also, ich glaube, das geht noch eine ganze Weile. Könnte ich den mal bitte ziehen? Oder? Ja, geht doch. Ja. So, und jetzt im Vorbei fliegen wir. Ja, sehr schön animiert, also vor allem die Glassplitter haben mir gefallen von der Scheibe, die sahen schon recht gut aus. Die Effekte an sich, ja, ganz okay. Bist du da? Aiden! Da ist er. Ja, die ganze Zeit sagt sie immer, sie möchte ihn loswerden. Also als Kind hat sie ja immer gesagt, ich möchte, dass er geht und bla. Und jetzt ist er froh, dass er da ist. Jody. Ich glaube, sie hat ihn inzwischen auch gut unter Kontrolle. Es ist alles meine Schuld gewesen, das war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Ja, inwiefern ihr jetzt Nebengeräusche hört, weiß ich nicht, aber unsere Hündinnen versuchen gerade hier in mein Zimmer zu kommen, indem sie an der Tür kratzen. Ach, die hatte ich noch nicht. Das nervt jetzt gerade. Ich hoffe, ihr hört es nicht so dolle. Ich werde mal kurz das Spiel pausieren und mal gucken, wenn es jetzt hier nicht aufhört.
Jo, da sind wir wieder. Ich hab die Hunde mal kurz... ja... dazu gebracht, nicht mehr an der Tür zu kratzen, indem sie jetzt mit einem meiner Elternteile Gassi sind. Beziehungsweise gleich Gassi sind. Dann habe ich hier meine Ruhe. Und wir sind in meinem Lieblingskapitel. Das werden wir jetzt aber nicht komplett in dem Part sehen, denn es ist, glaube ich, ziemlich lang. Aber noch 5 Minuten werde ich machen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Sehr schöner Schnee. Auch der hier links, der hier liegt. Ich habe mir noch mal einen Kopf gemacht wegen den Pfeilen hier, wegen der Quicktime-Events. Ich werde sie weiterhin drin lassen. Ich sehe es schon kommen, dass ich das Spiel eh irgendwann noch mal spielen werde. Vielleicht dann auch zweimal hochlade. In dem Zug werde ich sie dann rausnehmen. Dann könnt ihr dann im zweiten Durchgang auch noch ein anderes Ende sehen. Das ist aber echt Zukunftsmusik, denn bis ich ein Spiel hier zweimal hochlade, kann echt eine Menge Zeit vergehen. Hab genügend andere Ideen erstmal, die ich hier mit euch spielen möchte. Und bis dahin müsst ihr mit den Pfeilchen klarkommen. Mensch, lass sie doch mal in Ruhe hier. Komm doch ja nicht dazu, den Typen da... So, jetzt aber zackig. Komm, mach was. Ein. Die wird schon wieder attackiert da hinten. Hey. Was war das verdammt? Er nervt aber schon ziemlich ab, ne? So, wiedersehen. Da sind sie schon wieder, ey. Naja. Junge, da liegt jemand. Guck doch mal nach links. Hier mit dem Einkaufswagen noch was. Zack. Ja, das ist schon mal die richtige Richtung. Schau doch mal hier.
hab schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich hab dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Okay. Vorsicht, Heiß. Ja, ich bin mit Absicht jetzt natürlich ruhig, damit ihr hier die komplette Story und die komplette Atmosphäre mitkriegt. Das möchte ich auf keinen Fall kaputt machen. Wie lange bist du schon auf der Straße? Fall. Und ich werde auch relativ ehrlich zu ihm sein. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich verrecken werde. Oder komplett abdrehen. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas? Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt es schon. Kannst du irgendwo hin? Familie? Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden. Ich will ihn nicht sehen, jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Danke. Jo, das werden wir dann im nächsten Part auch tun und uns hier auch mal ein bisschen umschauen. Aber jetzt werde ich erstmal einen Cut machen. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 20 Minuten, 20 oder 30, irgendwo so. Ich habe mal wieder nicht richtig auf die Uhr geguckt. Ja. Jo, und dann wünsche ich euch bis zum nächsten Part alles Gute und wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr Bock habt, wieder. Auf Wiedersehen, Leute. Ciao.